Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute spiele ich mal wieder ein bisschen Hearts of Iron 4 mit meinem selbstprogrammierten Mod Great Austria. Ja, also in der Schule haben, wie ich einen Mod hergezeigt habe, meine Webseite, die ich selbst programmiert habe, haben mir einige das nicht geglaubt, dass ich die selbst gemacht habe. Naja, kann man nichts tun, wenn man nicht so dumm ist. Nicht Spaß. Ich habe den Mod hier wirklich selbst programmiert, auch wenn nicht ganz alleine, sondern auch ein bisschen Hilfe. Und naja, also mir wurde, einer wollte mir mal helfen, aber der hat mich dann blockiert, nimmt keine Ahnung warum. Naja. Dann fangen wir an, wir machen ein neues Spiel. Der Spielstand ist nur ein Test hier gewesen. Nachzugucken, ob die Events, die ich rausgenommen habe aus dem Fokus, noch weg sind. Okay, nehmen wir mal Österreich und starten dann mal. Wir machen regulär. Cheats sind an, weil ich auch ein bisschen was zeigen will. So. Jetzt muss ich ein bisschen laden. Ein bisschen lang laden. Spieler kack. Das Beste ist, weil Bandicam ein neues Update hat, wenn es das Spiel minimiert wird, dann wird es dann immer aufgenommen. Okay, wir haben hier mal Österreich, Ungarn, das ist nur Österreich dabei, ist ein bisschen umgeändert werden. Dann habe ich mit dem Button nicht rausgekriegt, dass hier die Truppen spawnen, das schicke ich mal drüber. Dann haben wir hier noch Funk und so weiter, noch keine Cores, die man sieht, auch noch keine Cores. Hier ist Core, weil das eigentlich immer so ist. Hier ist aber auch noch kein Core dabei. Oder hier, wo. Muss auch noch machen. Hier, weil das habe ich noch nicht gemacht. Naja. Sagen wir mal, jetzt mal einen Fokus angucken. Darf ich hier was dazugeben? Nämlich Ausbreed Monarchy to German, das Germany. Das ist nämlich hier die Ideologie weiter zu verbreiten. Darf ich drauf kommen? Wenn wir jetzt zum Beispiel zu Deutschland gehen und Fokusspiel reingucken, dann sehen wir hier Beispiel freuen sich mit Schweden an, dass ich drei zu gewinnen an Schwerpunkt deutsche Einschüchterung durch Marine von Deutsches Reich und Nationalgeist faschistischer Einfluss. Das heißt, dass die Beliebtheit faschistisch immer mehr werden und so weiter. Ja. Wie geht? Außerdem habe ich noch was anderes gemacht. Ich habe den Anschluss Event rausgenommen, weil mit Germany Austria Strong. Das muss auch noch einen perfekten Namen finden, wie ich das mache. Keine Ahnung. Ja, also da gibt 100 politische Macht. Ich werde gleich dann 50 noch machen oder sowas. Und ja, also das Deutsche muss vollkommen unabhängig sein, dass man das machen kann und mindestens 550.000 Mann im Feld haben, um dann hier die machen. Also man, wenn man das macht, kann man die anderen machen. Ich habe nur das rausgesetzt, neues eingeben. Gehen wir wieder zu Austria. Ups. Und ich werde es auch machen, Beispiel bei Kriegen ist Deutsche Reich, dass man auch bestimmte Mannstärke im Feld haben muss. Dann noch vergessen, dass man die braucht. Das wird auch noch alles umgeändert. Das heißt, beim nächsten Video wird es alles umgeändert sein. Das kannst du wieder neu machen. Ja, ich sage jetzt mal mit Österreichs Wirtschaft anfangen. Und ja, lass mal ein bisschen laufen. Wir machen hier mal die Front Richtung Deutschland. Ich meine, genau. Ich glaube nicht, am besten ist, wenn ich das einfach alles organisiere. So. Ich soll hier. Egal, weil. Zwei Zivilfabriken und ja, erforschen wir hier die Infanterie und Produktion da auch wissen, weil es dann besser schneller bauen kann und so weiter. Das finde ich wichtig. Was kann man nicht alles machen? Man sieht auch in den kalten Jahren hat man 15% schnellere oder Produktion von
mehr politische Macht. Außerdem, ich weiß nicht, ob das steht, das habe ich eh schon beim Showcase gezeigt, aber dass der Karl der Erste nicht genau die Monarchie hat, sondern eine konstantinierliche Monarchie, nein, die absolute Monarchie. Ich weiß noch nicht, wie das geht, dass man mehr Macht bekommt mit der konstantinierlichen Monarchie und Großbritannien wird dann auch noch Monarchie sein, also wird auch noch gewinnen, weil das war eigentlich auch so. Ich weiß aber nicht, ob ich so machen würde. Das Problem ist, dass ich den ganzen Filmstream ändern. Ja. Ich habe außerdem noch nie mit Vereinigten Königreich gespielt. Da können wir dich, glaube ich, unterstützen. Scheiße. Verbessern kann. Bleib 8. Schicke nur alles. Ich glaube, ich werde das so machen, dass man dann Spanien unterstützen kann. Für das wir Spanien unterstützen, dann liegt. Wird sie demokratisch, monarchistisch, wenn wieder gefilmt mit, Spanien gegen nationalistische Spanien, werden wir dann, gerade die Abgaben zahlen und so weiter. Besser. Na, dann, wie ich schon erklärt habe, dass ich hier einen Nationalgeist bekomme und dass sie halt Konsumgüter für uns produzieren müssen. Okay, erforschen wir was Neues. Oh. Öl war auch nicht so schlecht. Ich gehe mit Elektro. Das war da, tun wir auf Teilmobil machen setzen. Ja, Artillerie braucht man auch noch was anderes hinzufügen. Ich glaube, wir werden uns nach Zivilfabriken werden wir uns Ungarn holen, weil wir brauchen mehr Platz. Wir sehen, gehen wir mal rüber zu Hungary, Ungarn. Können wir sehen. 6 Bauplätze, Dampf 6 Bauplätze, Dampf 8 Bauplätze. Und wir bekommen auch die ganzen Einheiten von ihnen. Hier haben wir auch 6 überall. Ne, da haben wir 4 sogar. 9, weil der Wien dabei ist. Ah ja, und das mit den Staaten hier stellen, also zum Beispiel Kärnten und so weiter, Vorarlberg. Das ist schief gegangen, ich habe keine Ahnung, warum es schief gegangen ist, aber es hat nicht funktioniert. Boah, noch ein bisschen Mannstärke. Ich weiß nicht, ob wir synthetische Öl herstellen sollen oder weiter hier gehen sollen. Ich glaube, ich warte, dass es billiger wird. Und nehme ich hier einfach mal Landdoktrin. Die hier. So, lass mal die Zeit mal ein bisschen rennen. Vorbereitung für den Krieg. Wieder was Neues.
hier. Ist wieder ein bisschen Mannstärke. So, gleich bin ich gut drauf. Außerdem bin ich gerade am entwickeln von Österreichs Erzberg, das heißt, dass mehr Erz produziert wird. Da gucke ich auch mit Millennium Dawn Mod nach, weil es auch so was, dass man mehr Fokus, dass man dann da für Österreich, dass man da, ich weiß nicht, Erweiterung von Stahl, wie das heißt, und dann kannst du jetzt einfach mehr oder weniger abschreiben. Ich glaube, wir gehen mal noch für verbesserte Erfahrung. Ich glaube, wir gehen gleich zum Wiederweg des Österreich. Und tun uns hier gleich mal Armeetheoretiker und Extremisieren. Ah, wir brauchen ein bisschen, brauchen mehr Stahl. Bei der Munition liegen wir ein bisschen hin. Bei Zusatzausrüstung, bei gezogener Artillerie. Ich glaube, wir setzen jetzt runter, dass wir hier auch was eins produzieren können. So. So, Wolfram, scheiße, Alter. Fuck, Alter, ich muss das produzieren jetzt. Oh, so viel Stahl. Das machen sie jetzt so gar nicht. Das, was ich bei Deutschland noch drin gelassen habe, ist hier das Südental. Also die können es auch hier das als hier fordern und so weiter, solange die es noch haben. Also wenn ich das erobert habe, dann können sie es nicht fordern, wird es umgangen. Ups. Scheiß, Alter. Schwede bei wo steht denn das? Keine Ahnung, was müsste eigentlich wo stehen? Das, wenn sie das Gebiet nicht haben, ich glaube, das steht im Code, wenn sie das Gebiet nicht haben, dann können, also wenn Tschechoslowakei das Gebiet nicht hat, kann Deutschland nicht erobern. Also wenn ich jetzt mit meinem National Focus 3 Tschechoslowakei erobere, dann können sie so nicht Südtal fordern. So. Ich glaube hier Industrial. Stärke. Das Gebiet ja auch sichern. Und die Klappe fördern. Das heißt, dass er mehr unendliche Einheiten tragen kann. So, wieder mehr Fabrik. So. So, wieder mehr Ressourcen. Deutschland was geben. Ich brauche Wolfram 4. Frankreich müsste was haben. Ja, reicht völlig aus. Aus Flugzeuge. Lass das ein bisschen rein. Ich würde jetzt keine Mission ausnehmen, weil wir hier ein bisschen nachliegen, bis es bei der Infanterie.
weiß, ein bisschen abwarten, wenn man kann. Ach scheiße, wir müssen mal sehen, da Einheiten drüber zu senden. Das geht mir jetzt wirklich an. Oh, Sachen. So, da wir jetzt zu viel haben, sollten wir das Gebiet hier auch sichern. Die alten Staaten haben auch Ansprüche darauf. Werde ich auch nicht weggeben, weil ich finde, die sollten einfach da bleiben. Jetzt kann man da wieder was produzieren. Und hier. Wie viel brauchen die überhaupt? 2500. Das ist ja ordentlich. Hier ist. Ich produziere mal noch ein paar Luftabwehrgeschütze. Würde ich sagen. Naja. Radarschütze. Ich glaube, wir waren dann bald mal bereit, um Serbien den Krieg zu erklären. Ja. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge von 1, 2 und 4. Es kann sein, dass sich da schon der Fox Tree verändert hat oder weil ich weiter spiele. Das weiß ich noch nicht, aber ich bedanke mich mal fürs Zusehen und wir sehen bis zum nächsten. Verkackt wieder, ich verkacke so oft, egal. Danke Leute fürs Zusehen und auf Wiedersehen, bis nächstes Mal. Ciao Leute. Yeah.